Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Der Krieg der israelischen Regierung in Gaza dauert nun fast 6 Monate und es ist kein Ende in Sicht. Nicht für das Leiden der Geiseln in den Händen der Terrorgruppe Hamas, nicht für die Kampfhandlungen, nicht für das Sterben und auch nicht für das Hungern der Zivilisten in Gaza. Der israelische Premier war bis gestern auch nicht wirklich bereit, an der humanitären Situation großartig was zu ändern. Gegen Argumente schien er immun, für Mitleid nicht offen. Aber die Drohung aus den USA, möglicherweise die Unterstützung für Israel zu entziehen, die hat heute gewirkt. Michael Beverunge. In Rafah im Süden von Gaza ist die Situation nicht ganz so dramatisch wie im Norden. Über den Grenzübergang zu Ägypten kommt ein Großteil der Hilfslieferungen. Manches bleibt auf dem Schwarzmarkt hängen. Nur haben die wenigsten das Geld hier, um zu überteuerten Preisen zu kaufen. Ein neuer Grenzübergang im Norden, das überzeugt nur wenige. Alle Übergänge im Gazastreifen müssten für mindestens 6 Monate öffnen und täglich müssten 500 Lastwagen kommen, damit die Bedürfnisse der Menschen erfüllt werden. Die Öffnung von Erez allein reicht nicht aus. Wenn der Grenzübergang Erez und der Hafen Ashdod geöffnet werden, werden die meisten Waren von dort kommen. Wenn das passiert, wird das eine große Erleichterung für die Menschen im Norden sein. Der Grenzübergang Erez liegt an Gazas nördlicher Grenze zu Israel. Er wurde beim Überfall der Hamas am 7. Oktober schwer beschädigt, ist aber zum Teil wieder funktionsfähig und wird von der israelischen Armee genutzt. Nur 30 Kilometer Luftlinie davon entfernt liegt Ashdod, Israels südlichster Hafen. Hier müssen keine provisorischen Piers angelegt werden. Kräne und Infrastruktur sind bereits vorhanden. Im Vergleich zu Palettenabwürfen aus Flugzeugen können sie das Zigfache an Hilfslieferungen an Land schaufeln. Seit Wochen sind die Öffnung eines Hafens und weiterer Übergänge im Gespräch, aber bisher verweigerte sich Israels Regierung. Gestern riss dem engsten Verbündeten USA der Geduldsfaden, verbunden mit einem regelrechten Ultimatum. Der Präsident betonte, dass die Angriffe auf humanitäre Helfer und die gesamte humanitäre Situation inakzeptabel sind. Wenn wir nicht die Veränderungen sehen, die wir sehen müssen, dann wird es Veränderungen in unserer eigenen Politik geben. Nur wenige Stunden nachdem US-Präsident Biden in einem Telefonat mit Premier Netanyahu diese Warnung ausgesprochen hatte, reagierte das Sicherheitskabinett. 2 Offiziere, die am Angriff auf die Hilfsorganisation beteiligt waren, wurden ihres Postens enthoben. Vor allem aber gibt es effektive neue Routen für humanitäre Hilfe. Die Drohung hat gewirkt. Wir hören die Kritik und wissen, dass es sogar zwischen besten Freunden manchmal Streit gibt und Freunde sich kritisieren. Aber wir wissen auch, dass die Basis unserer Freundschaft mit den USA sehr stark ist. US-Präsident Biden kommentiert seine eigene Ansage an Israel und die Reaktion darauf kurz und trocken. Ich habe sie aufgefordert zu tun, was sie jetzt tun. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen mahnt, dass Israel den Ankündigungen nun schnellstmöglich Taten folgen lässt. Ich hoffe aufrichtig, dass diese angekündigten Absichten auch effektiv und schnell umgesetzt werden, denn die Situation in Gaza ist absolut verzweifelt. Es bleiben Zweifel, Anspruch und Realität der israelischen Kriegsführung liegen bisher weit auseinander. Und doch ist es einen Versuch wert in diesem völlig verfahrenen Konflikt. Und über die Situation in Israel und seinen Premier spreche ich jetzt mit dem renommierten israelischen Historiker Moshe Zimmermann. Und damit einen schönen guten Abend nach Tel Aviv. Hallo, Frau Ayali. Herr Zimmermann, warum brauchte es jetzt diesen massiven, wie auch ungewöhnlichen Druck aus den USA, bis sich Netanyahu etwas bewegt? Das ist das Problem mit dieser Regierung und Netanyahu persönlich. Also die hören nicht auf Mahnungen, nicht auf Andeutungen. Man braucht dort echt Druck haben und Druck machen. Und das ist jetzt passiert und deswegen hat sich die israelische Regierung endlich ein bisschen bewegt. Hoffentlich geht es auch weiter mit dem Druck und mit der Bewegung. Israel scheint ja zunehmend isoliert zu sein. Wenn Netanyahu jetzt die Kämpfe einstellt, das ist vielleicht der Druck, den Sie meinen, denn auch darauf wird ja versucht hinzuwirken, und die Hamas dann aber nicht vernichtet, das ist ja sein ausgegebenes Ziel,
dann geht der Terror ja irgendwann doch wieder von vorne los. Wir befinden uns sowieso im Krieg und der Krieg dauert schon 6 Monate. Man weiß Bescheid, auch in Israel, dass dieses Kriegsziel eigentlich unrealistisch ist. Und deswegen muss man einen Weg finden, um irgendwie auszusteigen aus dem Krieg. Man braucht dafür selbstverständlich die Befreiung der Geiseln. Aber wenn dann die Befreiung der Geiseln erfolgt, dürfte man mit dem Krieg aufhören. Und da wird hoffentlich auch Netanyahu etwas nachgiebiger werden. Aber die Frage nach einer Wiederholung des 7. Oktober, die kann halt irgendwie keiner wirklich beantworten, wenn man die Hamas nicht doch, nochmal, das ist Netanyahus Ziel, sie komplett eliminiert. Oder wie sehen Sie das? Man kann Hamas nicht eliminieren, auch wenn man Gaza platt macht, wie es jetzt mehr oder weniger aussieht. Gibt es Hamas auch in den besetzten Gebieten in Westjordanland? Das ist ein Krieg ohne Ende. Man muss irgendwo eine Vereinbarung treffen, irgendwo einen Kompromiss finden. Wohl möglich, wenn es möglich ist, dann mit der Autonomiebehörde, nicht mit Hamas. Mhm. Aber einen Weg, um aus dem Krieg auszusteigen, muss man finden. Und das findet man nicht nur mit dem Versprechen, wir zerstören Hamas. Diese Zerstörung der Hamas vollständig ist eine Illusion. Und deswegen ist eben der Druck berechtigt und ist das Verlangen nach einem Ausweg auch sehr fundiert und sehr berechtigt. Ja, Druck wurde ja auch ausgeübt in Sachen Waffenstillstand gegen Geiseln. Da hört man im Moment relativ wenig von diesen Verhandlungen. Aber muss man nicht auch sagen, die Geiseln sind so eine Art Lebensversicherung für die Terrororganisation Hamas? Das waren sie von Beginn an. Aber wenn die Hamas darauf besteht, für das Ende des Krieges oder für die Einstellung der Kämpfe, die Befreiung der Geiseln zu versprechen, dann muss man darauf hören. Das heißt, das ist ein Deal. Israel hat ja versagt, indem man eine Situation entstehen ließ, wo Geiseln in dieser Zahl festgenommen werden. Es ist die erste Aufgabe von Israel, diese Geiseln zu befreien. Und wenn der Preis auch ist, den Krieg jetzt irgendwie zu Ende zu bringen, muss man das versuchen. Selbstverständlich muss man dann selbstverständlich auch bemüht sein darum, dass der Krieg nicht von alleine irgendwie in einem Monat oder in 2 Monaten wieder entfacht. Das war ja Ihre Position von vornherein, schon direkt nach dem 7. Oktober, dass Sie dafür auch die israelische Regierung verantwortlich gemacht haben, dass Sie Israel nicht haben schützen können. Viele Israelis gingen damals wie heute wieder auf die Straße für Neuwahlen. Aber auch Benny Gantz beispielsweise, Mitglied des Kriegskabinetts, fordert Neuwahlen. Was würden die denn zur jetzigen Zeit überhaupt bringen? Man hofft, dass die Stimmung im Lande, die eher gegen Netanyahu ist, eine Wirkung zeigt. Das heißt, dass die Partei von Netanyahu verliert, die Koalition von hier, von heute verliert und dass eine neue Konstellation entsteht. Das ist die Hoffnung. Aber wir müssen selbstverständlich realistisch sein und wissen, eine linke Opposition schafft es hier nicht zur Regierung. Das heißt, es wird eine Variation sein auf eine rechtsnationale Position. Aber mindestens hofft man, dass die Extremsten aller Extremsten, also die Gruppe der Nationalreligiösen, dann nicht mehr an der Regierung teilnehmen. Und dann hat man ein Schimmer von Hoffnung auf einen Ausweg aus dieser Situation. Auf einen Ausweg aus dieser Situation und die Hoffnung auch, dass es keinen Flächenbrand gibt. Schauen wir ganz kurz noch nach Syrien. Mit dem Luftangriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in Syrien vor 4 Tagen, die mutmaßlich von Israel bombardiert worden sein soll. Wenn dem so war, warum riskiert Israel eine unabsehbare Eskalation? Das ist nicht Israel, das ist die Regierung, das Korrekt. Ist Netanyahu. Ja. Die riskieren so etwas, weil die daran interessiert sind, den Krieg fortzusetzen. Während des Krieges gibt es keine Wahlen, das ist die Hoffnung. Während des Krieges gibt es keine Opposition oder keine effektive Opposition. Das ist eben
der Hintergedanke, und das ist das Gefährliche hier, im Interesse von Israel ist es eben, nicht solche Risiken einzugehen und frontal mit Iran in eine Auseinandersetzung zu gehen. Sie haben absolut recht, man sollte immer unterscheiden zwischen Israel und der israelischen Regierung. Moshe Zimmermann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Abend, renommierter israelischer Historiker. Alles Gute nach Tel Aviv. Ich bedanke mich. Und das Gespräch haben wir am frühen Abend aufgezeichnet. Später im Heute-Journal-Update gibt es dann noch ein Gespräch mit Gil Yaron. Er ist Nahostexperte. In Tel Aviv leitet er das Büro des Landes Nordrhein-Westfalen. Und es ist bitter, wir blicken von einem Krieg auf den nächsten, also in die Ukraine. Deren Militär soll nach ukrainischen Angaben bei einem nächtlichen Drohnenangriff auf den russischen Luftwaffenstützpunkt Morozowsk 6 russische Kampfjets zerstört haben. Um aber auch weiterhin Raketen und Drohnen vom Himmel zu holen, fordert der ukrainische Präsident vom Westen ein neues Flugabwehrsystem. Das könne, so Selenskyj, die Lage in der Ukraine fundamental verändern. Was die Lage auch verbessern könnte, wären mehr Soldaten. Denn die Kräfte derer, die nach über 2 Jahren Krieg noch leben, die gehen langsam aus. Henna Hebestreit. Auch wer freiwillig in den Krieg will, muss auf der Amtsstube eine Nummer ziehen. Ein Behördenzentrum in Lemberg. Überall im Land arbeiten sie daran, die Armee zu verstärken. Wir sind Vermittler zwischen den militärischen Einheiten und den Bewerbern. Wir informieren die Kandidaten über Besonderheiten des Dienstes und erklären, wie man sich rekrutieren lassen kann. Das ist dringend nötig, denn die altgedienten Kämpfer können nicht mehr. Und Ersatz zu finden, wird für die Ukraine stetig schwerer. Die Truppe hat in den Städten weit entfernt von der Kampfzone ein Vermittlungsproblem. Die Bürger verstehen die Situation nicht. Wir müssen genauer erklären, warum das jetzt notwendig ist. Das Land ist schon das dritte Jahr im Krieg. In ihrer Not kontrollieren sie auf der Straße. Männer im Wehrdienstalter müssen nachweisen, dass sie sich beim Militär registriert haben. Die Leute haben irgendwo im Internet gesehen, dass wir Menschen massenhaft in Busse stecken. Aber wir bringen niemanden mit Gewalt an die Front. Denn wer nicht kämpfen will, den kann man auch nicht in die Schlacht peitschen. Auch die Absenkung des Wehrdienstalters von 27 auf 25 Jahre, die Präsident Selenskyj gerade erst genehmigt hat, dürfte kaum zu mehr Freiwilligen führen. Ich halte davon nichts. Denn die Menschen haben doch vom Leben noch nichts gesehen und sollen schon in den Krieg ziehen. Es gibt noch ältere Menschen, die aufstehen sollen, wenn es um unsere Verteidigung geht. Und so versuchen es die Militärs jetzt mit modernem Personalmanagement und klar geregelter Dienstzeit. Wir müssen den Militärdienst populärer machen. Die Einberufenen müssen wissen, wie lange das Land sie braucht. Wenn das beschlossen wird, werden sich mehr Menschen beim Militär melden. Bewährt haben sich auch Versuche einzelner Truppenteile, freie Positionen direkt im Internet auszuschreiben. Hier in Lemberg möchte sie ihrem Sohn und ihrem Mann als Ärztin freiwillig in die Truppe folgen, vielleicht auch, um ihnen nahe zu sein. Ich habe Freunde, die seit Kriegsbeginn nicht wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Einer der Söhne ist seit 2 Jahren in Gefangenschaft. Niemand weiß, wie es ihm geht. Diese Ungewissheit ist schlimm. Und so hat jeder seine ganz eigenen Beweggründe, sich der Armee anzuschließen. Die muss dringend neue Kämpfer vorbereiten auf die Gefahren an der Front. Und damit zurück nach Deutschland und zu einem Streit, Gundula, der beigelegt wurde. Nach wochenlangem Streit haben sich die Ampelfraktionen auf eine Gesetzesänderung zur Einführung einer Bezahlkarte für Geflüchtete geeinigt. Dabei geht es um einen Rechtsrahmen, um alle notwendigen Bedarfe am Aufenthaltsort der Menschen in Deutschland zu sichern. Zudem soll die bundesweite Einführung verhindern, dass Migranten Bargeld in ihre Heimatländer schicken, etwa zur Bezahlung von Schleusern. Immer noch gibt der Staat mehr aus, als er einnimmt. Das Defizit ist im vergangenen Jahr allerdings trotz Konjunkturkrise deutlich gesunken.
Die Ausgaben von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen lagen knapp 92 Milliarden Euro über den Einnahmen. Das sind 35 Milliarden Euro weniger als im Vorjahr. Das Rekorddefizit des öffentlichen Gesamthaushaltes lag 2020 wegen der Pandemie noch bei gut 189 Milliarden Euro. Die europäische Polizeibehörde Europol hat erstmals eine umfassende Analyse aller schwerkriminellen Netzwerke erstellt, um das organisierte Verbrechen gezielter bekämpfen zu können. Demnach bedrohen 821 professionelle Banden mit 25.000 Mitgliedern Bürger und Staaten der EU. Aktiv sind sie vor allem in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und Spanien. Hauptgeschäft ist der Drogenhandel. Die meisten arbeiteten mit Gewalt und Korruption. Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Dortmund ist gestern Abend ein 31-jähriger obdachloser Mann ums Leben gekommen. Er wurde offenbar nach einem Streit von einem 13-Jährigen mit mehreren Messerstichen getötet. Der Junge war mit drei weiteren Minderjährigen am Dortmunder Hafen unterwegs. Ein Handyvideo soll die Tat zeigen. Der 13-Jährige wurde mittlerweile aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Da er strafunmündig ist, muss er sich nicht vor Gericht verantworten. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. In Iran haben sich tausende Regierungsanhänger an den Demonstrationen zum traditionellen Al-Quds-Tag beteiligt und wie jedes Jahr gegen Israel protestiert. Nach dem im Interview schon erwähnten mutmaßlich israelischen Luftschlag gegen die iranische Botschaft in Damaskus gedachten die Demonstranten auch der dabei getöteten 7 Mitglieder der Revolutionsgarde. Iran beschuldigt Israel und droht mit Vergeltung. Aus Tel Aviv bis heute kein Kommentar zu der Militäraktion vom Montag. Menschen nach Ruanda abschieben, wenn sie nicht die nötigen Papiere haben, das ist der Plan des britischen Premier Rishi Sunak. Sind die Geflüchteten, übrigens völlig egal, woher sie stammen, erstmal in Ruanda angekommen, können sie dann in dem ostafrikanischen Land einen Asylantrag stellen. Und Großbritannien? Hat sein Problem frei nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn gelöst. Denn nach Großbritannien zurück dürfen die Menschen nicht mehr. Was nach Abschreckung klingt und ja auch ist, sieht in Ruanda selbst erstmal nicht nach Abschreckung aus. Ein Schein, der trügt. Susanne von Lujewski über ein lukratives Geschäft. Die Hecken werden noch einmal gestutzt, der Rasen gesäubert. Kein Unkraut soll den guten Eindruck trüben, wenn hier im Hope Hostel die ersten Geflüchteten aus Großbritannien ankommen. Statt Cricket gibt es Basketballplätze. Ruanda tut alles, damit sich die Gäste heimisch fühlen. Sie werden überrascht sein. Es ist der völlige Unterschied zu dem, was Sie heute kennen. Was wir für Sie vorbereitet haben, ist schön. Wir sehen Sie als Menschen, an denen wir helfen wollen und die sich wie zu Hause fühlen sollen. Seit langem warten Sie im Hope Hostel am Stadtrand von Kigali, dass endlich etwas passiert. 100 Menschen können sie unterbringen. Im Königreich sind sie unerwünscht. Hier stehen kostenloses WLAN und Kosmetikpröbchen bereit. Für die ruandische Regierung ein einträgliches Geschäft. 175.000 Euro, so Zahlen einer britischen Behörde, kassiert sie pro Geflüchteten. Überhaupt ist man hier der Ansicht, dass Flüchtlingspolitik neu gedacht werden muss. Das System, das wir haben, funktioniert nicht. Flüchtende missbrauchen es, weil es das Einzige ist, was wir haben. Es kommt aus einer anderen Zeit. Die Genfer Flüchtlingskonvention ist von kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist 2024. Es ist eine andere Zeit. Die Welt hat sich geändert. Wir müssen neue Modelle ausprobieren. Am Stadtrand von Kigali wird für dieses neue Modell schon fleißig gebaut. Eine weitere Unterkunft, wenn die Flüchtlinge, die eigentlich nach Europa wollten, dann in Ostafrika landen. Mit Hochdruck und britischem Geld werden Apartmentblocks hochgezogen, während nebenan Ruanda mühsam ihr Häuschen bauen.
Dreharbeiten sind hier nicht wirklich erwünscht. Weil die Asylverfahren der Flüchtlinge künftig in Ruanda geprüft werden, ist der Deal mit London umstritten. Immer wieder kommt es in Ruanda zu Menschenrechtsverletzungen und auch Oppositionspolitiker wie Frank Habineza leben gefährlich. Seine Partei lehnt das Abkommen strikt ab. Du kannst doch nicht für Geld Menschen woanders hin verkaufen. Das ist eine Bestrafung. Du bestrafst sie, du gibst einem anderen Land Geld und verkaufst die Leute. Sie sind Menschen und sollten so respektiert werden. Bei allen Einwänden. Im Hope Hostel, der Erstaufnahme für die Geflüchteten, würden sie am liebsten morgen schon loslegen. Im Restaurant dudelt leise die Lounge-Musik. Sind die Tische bereits vorbereitet, brummt die Kaffeemaschine. Ruanda steht bereit für die Ankömmlinge aus Europa. Das höchste Gericht der Supreme Court hat den Entwurf der britischen Regierung für das Ruanda-Modell ja zunächst einkassiert. Die Richter bezweifelten, dass Ruanda ein verlässliches Asylverfahren hat. Das Unterhaus will in 10 Tagen erneut darüber beraten. Und jetzt weiter mit goldenen Nachrichten, Gundula. Der Goldpreis bleibt auf Rekordjagd und legte auch zum Wochenschluss noch einmal zu. Experten sehen die Aussicht auf sinkende Zinsen als einen der Treiber für die Goldrallye. Valerie Haller an der Börse, wie vielschichtig sind die Gründe für diesen Goldzug? Ja, ziemlich vielschichtig. Ein Preistreiber sind tatsächlich die Spekulationen auf Zinssenkungen in den USA und im Euroraum. Anleger setzen darauf, dass der Goldpreis von der Zinswende profitieren würde. Ja, und eine Rolle spielen aber auch die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Denn besonders in unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen und als Krisenwährung. Seit Tagen immer wieder neue Höchststände, aber auch auf längere Sicht geht es deutlich nach oben. Seit Jahresanfang hat der Goldpreis auf Dollarbasis je Feinunze um 13% zugelegt. Ein weiterer Grund könnte die enorm gestiegene Nachfrage durch verschiedene Zentralbanken wie die von China sein. Einer der Gründe könnte die Absicherung gegen Sanktionen sein, denn über Gold können Zentralbanken auch im Fall von Sanktionen weiter frei verfügen. Gold galt ja immer als Krisenschutz. Wie bewerten die Finanzmärkte die Goldrallye? Nun, der Markt kann jederzeit drehen, auch kurzfristig. Beispielsweise, wenn sich abzeichnet, dass die Notenbanken die Zinsen dieses Jahr doch nicht oder vielleicht sogar weniger stark als erwartet senken, dann könnte der Goldrausch schnell vorbei sein. Außerdem spielt die Nachfrage nach Schmuck eine große Rolle. Sie macht fast 50% der Goldnachfrage aus. Also eine schwache Weltkonjunkturentwicklung könnte die Goldrallye bremsen. Das zeichnet sich zwar derzeit nicht ab, aber Vorsicht ist geboten. Eine kurzfristige Korrektur ist immer drin. Valerie Haller, vielen Dank. Falschgeld im Nennwert von mehr als 100 Millionen Dollar haben Ermittler bei Razzien in Schleswig-Holstein und Hamburg entdeckt und beschlagnahmt. 4 Paletten mit 75 Kartons gefälschter Dollarscheine. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Kiel kamen sie von einem so wörtlich Großhändler aus der Türkei und sollten in die USA weiter transportiert werden. Nach mehreren Warnstreiks des privaten Sicherheitspersonals an Flughäfen hat in dem Tarifstreit ein Schlichtungsverfahren begonnen. Bis Sonntag soll eine Lösung gefunden werden. Derzeit liegt der Stundenlohn zwischen etwa 14 und 20 Euro. Verdi fordert 2,80 Euro mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Im Auktionshaus Christie's in Paris wird derzeit ein Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet gezeigt. Im Mai soll es in New York versteigert werden. 1888 gemalt, zeigt es die Mühle im französischen Limetz, einem Dorf nahe Giverny, dem damaligen Wohnort Monets. Die Versteigerung des Moulin de Limetz soll bis zu 25 Millionen Dollar einbringen. Es gibt Sportereignisse, da ist das Musikevent zu Beginn oder in der Pause fast wichtiger, gigantischer und erfährt sogar in Teilen im Vorfeld auch mehr Aufmerksamkeit als das Sportevent selbst. Denken Sie nur an den Super Bowl. Bei Olympischen Spielen ist der Musikact in der Regel eher eine Nummer unwichtiger, aber Frankreich erlebt gerade eine Ausnahme, denn der französische Präsident hat seine Musikwahl getroffen und die sorgt für heftige Kritik.
Ob es daran liegt, dass Aya Nakamura jung ist oder doch eher daran, dass ihre Wurzeln in Mali liegen? Thomas Walde über einen erfolgreichen Megastar, der plötzlich ins Kreuzfeuer geraten ist. Mit populärer französischer Musik kennen sie sich aus in Fécamp in der Normandie, wöchentliche Probe des Laienchors. Doch in einem Punkt ist es mit der Harmonie vorbei. Die Sängerin hat Talent, keine Frage. Sie richtet sich aber vor allem an junge Menschen. Ich verstehe das nicht recht. Die Person selbst ist doch ein bisschen vulgär. Ich finde die Wahl nicht gut, aber man sollte die Sängerin respektieren und aufhören, auf sie einzuhacken, wie es derzeit geschieht. Um sie geht es. Sie ist populär in Frankreich und vielen anderen Ländern. Aya Nakamura, in Mali geboren, aufgewachsen in Frankreich, französische Staatsbürgerin. Laut Presseberichten habe Präsident Macron mit Aya Nakamura besprochen, dass sie zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris singe. Frankreichs extreme Rechte reagierte heftig. Das ist eine weitere Provokation durch Emmanuel Macron, der jeden Morgen aufstehen muss und überlegt, wie kann ich das französische Volk heute demütigen. Nakamuras Auftreten, ihre Vulgarität, sie singt nicht französisch. Aya Nakamura singt nicht in dem Französisch, das in der Schule gelehrt wird. Es ist das Französisch der Jugendlichen, der Vororte, der Straße. Ich freue mich, ob man es will oder nicht. Sie repräsentiert das heutige Frankreich. Sie ist Französin und weltweit bekannt. Ich weiß nicht, was dagegen spricht. Sie erreicht viele junge Menschen in den Vororten, Immigranten, ganz unterschiedliche Menschen. Die extreme Rechte fügt hinzu, Nakamura sei wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden. Doch nicht nur hier am Stadtrand von Paris kommt das anders an als Ablehnung nicht weißer Franzosen. Sie zeichnen das starre Bild eines Frankreichs, das nichts mit Migration zu tun hat. Präsident Macron verteidigt seinen Vorschlag und nutzt die Gelegenheit, sich als Vertreter des Modernen und Populären darzustellen. Sie ist die französischsprachige Künstlerin, die am meisten gestreamt wird. Viele Landsleute hören sie. Sie hat allemal ihren Platz bei der Eröffnung oder dem Abschluss der Spiele. Aya Nakamura selbst äußert sich in einer Sprache, die jeder versteht. Ihr könnt Rassisten sein, aber nicht taub. Olympia, Migration, Rassismus. Frankreich ringt um seine Musik und seine Identität. Und zum Schluss wollen wir Ihnen zeigen, dass es selbst in Zeiten eines Krieges ein bisschen Hoffnung, Anstand und Zugewandtheit gibt. Juden haben vor der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem Datteln an Muslime verteilt und Ramadan Karim gewünscht. Das bedeutet so viel wie frohen bzw. gesegneten Ramadan. Während des Fastenmonats eine respektvolle Geste. Und wir wünschen Ihnen jetzt an dieser Stelle noch einen schönen Abend. An dem sich um 0.10 Uhr hier nochmal Nazan Göktemir meldet mit unserem Heute-Journal-Update. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss, schönes Wochenende. Guten Abend. Ein Hoch, ein Tief, mehr braucht es gar nicht, damit die warme Luft aus Südwesteuropa, Mitteleuropa flutet. Allerdings schon Anfang der kommenden Woche wird diese Wärme nach Osten abgedrängt und dann setzt sich bei uns in Mitteleuropa wieder kühlere Luft durch. Aber mit dieser Wärme kommt auch Sahara-Staub zu uns. Der wird bis morgen Abend den Westen Deutschlands wohl langsam erreicht haben.
Heute Nacht verlassen uns erstmal Regenschauer und Gewitterwolken ostwärts. Dann klart es von Südwesten auf und die Temperaturen sinken auf 13 bis 7 Grad. Morgen wird es ungewöhnlich mild, ja warm, mit 24 Grad an der Nordsee und 29 Grad am Oberrhein. Nur nordöstlich der Elbe bleibt es bei 20 bis 22 Grad ein bisschen kühler, denn dort sind auch noch die dichtesten Wolken. Sonst gibt es sehr viel Sonnenschein bei Südwind. Und das bedeutet auch eine hohe Sonnenbrandgefahr. Bei einem UV-Index von 4 oder 5 droht Ihnen bereits nach 30 Minuten ungeschützt ein Sonnenbrand. Also schützen Sie sich, denn auch am Sonntag wird es hier im Süden noch weiterhin sehr sonnig sein. Von Nordwesten wird es schon ein bisschen wechselhafter bei 17 Grad an der Nordsee. Sonst liegen die Temperaturen noch mal bei 24 bis 29 Grad. Auch der Montag wird zumindest mal hier im Osten noch mal sehr warm. Dann aber wird es sehr wechselhaft. Und wie die Temperaturen abstürzen, das sehen Sie hier sehr schön am Trend für München. Von Montag auf Dienstag geht es von 26 auf 16 Grad runter. Schönes Wochenende.